Wenn wir uns heute die Fakten anschauen zur Bauindustrie, stellt man fest, dass in Europa die Bauindustrie für ca. 50% des Primärenergieverbrauchs, für ca. 50% des Primärrohstoffverbrauchs, für 36% des Festmüllaufkommens und für 40% des CO2-Aufkommens in Europa verantwortlich ist. Und ich glaube, allein schon aus diesen Zahlen und Fakten ist es unbedingt notwendig, dass wir ein Umdenken einleiten, dass wir also die Bauwirtschaft so umstrukturieren und umbauen, dass sie nicht mehr den Klimawandel befeuert, dass wir ganz im Gegenteil sowohl CO2-Speicher wie auch Materiallager aufbauen können, aus denen wir in Zukunft ein zirkuläres Bauen einer Kreislaufwirtschaft füttern können. Nachhaltiges Handeln, Denken und dementsprechend auch Bauen bedeutet, dass wir es heute so handeln und uns so einstellen, dass wir auch zukünftigen Generationen den Zugang zu einem Markt erlauben, der kreislaufbasiert ist. Das heißt, dass diesen zukünftigen Generationen auch noch Rohstoffe, Produkte und Stoffe zur Verfügung stehen, damit diese Generation ihre Bedürfnisse auch erfüllen kann. Wenn wir über nachhaltige Baustoffe der Zukunft sprechen, dürfen wir nicht unterteilen zwischen gut und schlechte Baumaterialien. Grundsätzlich haben wir ein Portfolio an Baustoffen und Materialien. Und grundsätzlich ist dieses Portfolio gut. Wir sollten es erweitern. Einerseits erweitern in Hinsicht, dass wir keine Schadstoffe mehr in diese Produkte hineinmischen oder mengen und damit auch in Zukunft in der Kreislaufwirtschaft diese Schadstoffe zirkulieren würden. Und zweitens müssen wir schauen, dass all diese Stoffe, egal ob es jetzt ein Stoff ist, der aus der biologischen Welt, ob Holz, ob Beton, ob Plastik, ob Glas, ob Stein, im Endeffekt so einbauen, dass sie sortenrein sind. Das heißt, dass sie nicht vermischt werden mit anderen Gruppen und dadurch nicht mehr wiederverwendbar oder verwertbar sind. Und vor allem, dass wir die Teile so zueinander fügen, dass man in Zukunft diese Materialien und Bauteile sehr einfach wieder aus den Gebäuden herausnehmen kann und damit die Grundvoraussetzung hat einer zirkulären Wirtschaft. Wir können heute im Endeffekt nachweisen in mehreren Bauten, die wir auch hier am KIT schon als Leuchtturmprojekte durchgeführt haben, dass es heute schon wirklich möglich ist, sehr, sehr viele Sekundärrohstoffe, das heißt Rohstoffe, Materialien, die schon mal etwas anderes waren, in unsere Strukturen und Gebäude einzubauen. Es gibt unglaublich viele Start-up-Unternehmen in ganz Europa, auch in Deutschland, die sich dieses Ziel gesetzt haben, um diese Sekundärrohstoffe zu produzieren, herzustellen. Und es ist unsere Aufgabe als Ingenieurinnen, Ingenieure, Architektinnen und Architekten, diese auch anzuwenden und auch wieder so einzubauen, damit es nicht der letzte Zyklus war, sondern dass diese Baustoffe auch in Zukunft in andere Kreisläufe eingespeist werden können.